Hallo Leute, eine weitere Folge Parasite Eve, Let's Play or Die. Wir sind bisher nicht gestorben, wir sind aber jetzt am letzten Tag, Tag 6 Liberation. Und der letzte Tag davor, also der Tag davor, Tag 5, war der längste Tag. Und im Gegensatz dazu wird Tag 6 sehr, sehr kurz werden. Denn eigentlich handelt es sich hierbei nur um Bossfights. Und zwar um, ich glaube, fünf Bossfights, weil der Endboss hat mehrere Modi, wie man das erkennt. Und das ist gerade die Ruhe vor dem Sturm, die wir gerade gesehen haben. Ah ja, come on, sagt Daniel-san. Also ich soll hingehen. What's wrong? Guck mal, wie die angewatschelt kommen. Ha, you were great. Achso, ja, das ist jetzt direkt nach der letzten Folge, wo ich Eve abgeschossen habe. Ich wundere mich allerdings, jetzt ist der nächste Tag angefangen und jetzt beglückwünschen sie mich, also scheint es Mitternacht zu sein. Ha, you were great, Aya. Shows that only my partner can pull it off, hä? Yes, Aya, I'm relieved that you made it back safely. Why the hell did Eve have to bring all this to the Statue of Liberty? Because of the ocean and what it symbolizes. The sea is the mother of all creation. This is where she wanted to give birth. Was die da für Überlegungen reingebracht haben, diese Monsterviecher, hä? Die denken da richtig gut drüber nach. Okay, pass auf, wir gehen einmal hier Quasili-Quasili machen. Everyone else has been guided inside us. Okay, na dann gehen wir mal rein. Tschung. Wichtig ist, dass wir uns jetzt schon mal ein bisschen noch unser Inventar auffüllen, beziehungsweise entledigen von Sachen, die wir nicht mehr brauchen. No need for this anymore. You take it. Keep it as a souvenir, huh? Sagt Wayne. Yes, thank you. Okay, Wayne hat gerade mal Eda irgendein Souvenir gegeben, aber ich weiß nicht was. Wayne came all the way from the precinct to see you. So, na dann hin. I'll be outside. The smell of oil makes me rather queasy. Okay. I knew it. I knew you would do it. Das reimt sich. I heard that you blew that thing to bits. I had to come over here. Everyone's saying that you're the number one cop in New York right now. Hey, what's wrong? You killed that thing. Aren't you happy? I guess you're in shock or something, huh? Yeah, probably tired, huh? I'll take the things that are in your way. So you rest up now. You hear? Okay, pass auf. Hold equipment. Kann ich nicht den Junk irgendwie auch entjunken? Okay, pass auf. Habe ich Bonus Points? Habe ich wenig? Habe ich Tools? Habe ich ein Tool? Kann ich jetzt gerade noch irgendwas in meine Waffe reinschrauben, was ihr gut tun würde? Ja, guck mal, da sind plus 2 Bonus Points. Ich will diesen Shotgun-Schaden ehrlich gesagt nicht haben, diesen Streuschuss. Aber ich hole mir die Bonuspunkte mal schnell. Nutze dafür ein normales Tool. Das wäre mir recht wichtig. Ansonsten war es das erstmal. Hold Items. Ja, ich kann jetzt auf jeden Fall diesen Klamm-Key schon mal rüberpacken. Der geht mir nämlich sowieso auf den Senkel. Weg mit dem Klamm-Key. Kann ich vielleicht auch endlich dieses... Ich kann das immer noch nicht wegtun. Das ist ja echt hart. Nee, das blockiert mir die ganze Zeit das Inventar. Das ist übel. Okay. Das Super-Tool würde ich vielleicht noch auslagern. Die Trading-Card, die brauche ich jetzt auch nicht direkt hier. Aber den Junk? Der wird irgendwie nicht entsorgt, hä? Schauen wir mal. Hey, as a souvenir for blowing Eve away, I'll engrave your name on any weapon. Choose a weapon and armor. Okay, pass auf, Leute. Das ist jetzt die Stelle, wo ich mir eine Waffe aussuchen kann, die beim nächsten Mal für mich aufgehoben wird. Jetzt sehe ich aber gerade tatsächlich, dass die Knarre eigentlich bessere Grundschaden hat. Aber wisst ihr was? Nee, ich nehme meine Rifle. Die ist jetzt so gut aufgepustet. Die nehme ich mit für die nächste Runde. Warum nicht? Weil nach dem Spiel kann man noch weiterspielen. Das wisst ihr. Wie kann ich den jetzt wieder löschen eigentlich? Ich probiere mal eine andere Taste.
Ja, alles klar. Gut, die nenne ich einfach mal Hoshi, weil das cool ist. Kleines H, großer Oshi. Oh, ich habe mich verknopft. Ein Glück. Merkt ihr das? Der springt immer so bescheuert. Okay, den nehme ich. Dann darf ich meine Rüstung auch noch benennen. Die nenne ich auch Hoshi, weil das ja klar ist. Meine Rüstung sollte auch immer Hoshi heißen. Kleines H, großer Oshi. So, nehmen wir. In der nächsten Runde, wie gesagt, wenn ich das Spiel durchgespielt habe, gibt es den X-Plus-Mode. Das heißt, man kann weiterspielen und dann darf man diese Waffen behalten. Das heißt, man fängt damit an. Und die Bonuspunkte von der letzten Runde. Okay, it's great being on this cruiser, eh? Gotta tell my mom about this. Gut, genug gelabert. Kann ich jetzt den Junk noch entsorgen? Baggage or what? Na gut, pass auf. Das mit dem Junk hat sich dann erledigt. Dann brauche ich den aber jetzt auch nicht weiter im Inventar mit mir rumschleppen. So. Move, ja. Junk 1. Okay, hatte ich nur einen einzigen Junk, ja? Na gut, das hätte sich eh nicht gelohnt. Gut, so viel dazu. Was können wir jetzt noch machen? Ich glaube, ich kriege hier schön Krempel. Genau, dann gib mir mal Medizin vor. Medizin vor. Gib mir mehr 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 Medizin vor. Achso, jetzt ist es aus. Hast du gesehen? Jetzt ist alle. Dann gib mir mal Ammo. Eigentlich brauche ich noch Medicine 3s für Notfall, ne? Kann ich jetzt noch Ammo kriegen oder war das alles? Das war nichts mehr. Okay, dann nehmen wir noch Medicine 3. Okay. Denk daran, dass ich die alle brauche für meine meine Ausrüstung macht das ja. Die holt das ja automatisch. So, achso, was ich mir noch schnappe für Notfall ist der Raketenwerfer. Wo hatte ich den denn nochmal? Sword nach Attack. Hat er jetzt auf beiden Seiten? Genau. Seht ihr das? Da drüben ist der Raketenwerfer. Den schnappen wir uns mal. Und dann schnappen wir uns auch nochmal die Raketen, die ich hier rüber gepackt hatte irgendwann. So, 9 Stück sind's. Die ziehen wir uns rüber. Dann haben wir sie alle. Oh, jetzt habe ich sie alle da gelassen. Sorry, das war genau falsch rum. So. Okay, 18 Stück. 18 Schuss haben wir für Notfall. Weil der Raketenwerfer ist die stärkste Waffe, die es gibt. Jetzt speichern wir und dann geht's gleich ans Eingemachte, glaubt mir das. Das ist jetzt quasi der Endspurt. Drücken wir mal alle 10 Daumen, dass das klappt. Ich sollte vielleicht auch mal vergleichen, Raketenwerfer gegen meine aktuelle Waffe, ob der denn überhaupt so viel stärker ist. Okay, schauen wir mal. Momentan meine Waffe 70, 140 und 34. Ja, unter Umständen ist er stärker. Gut, na dann, lass mal loslegen. Oh Mann, ich habe Angst. Habt ihr auch Angst? Ich hoffe. Some Christmas, huh? Tell me about it. Hubschrauber. Ja, dann sprecht. Sorry, we're late. Ach, das sind Williams und David Lynch. We could not approach the creature without absolute confirmation of its death. Your help was greatly appreciated. Please rest inside. Okay, und jetzt, what's going on? What's going on here? What is it? You're scaring me. That huge creature that the mitochondria was creating was... Yeah. It couldn't have been the uterus for the ultimate being, no. Okay. Also bei der Freiheitsstatue ging es noch weiter. Ja, also wir haben jetzt nicht gewonnen, noch nicht. Eve ist zwar im Eimer, aber das Ultimate Being wird gerade geboren. Und ich glaube, gleich kommt ein ziemlich interessanter Soundtrack wieder. Boah, da geht die Party ab. Sieht schon interessant aus, das Viech.
Bisschen wie Crank, oder? What the hell is that? You got to be kidding. That is the ultimate being. We didn't make it in time. What are these explosions? The mitochondrial energy must be out of control. To the point where it is causing these explosions. Komm angedackelt. We will escape by helicopter. Please follow me. Na dann lauft mal. Guess all we can do now is run. Na dann lauft mal. Aber ich kann ja nicht. Ich muss bleiben. What's wrong? I have to take care of this. Mann, das wissen wir doch alle. Wir haben doch extra gespeichert. Habt ihr das nicht gesehen? Don't worry about me. I'll be back. Please hurry. Okay, shut up, man. Shut up, man. Please take. Cut it out with the voodoo stuff already. We can't be wasting time. Der wollte mir bestimmt gerade seine geilste Waffe der Welt geben. Aber darf er nicht. Okay, dann haut mal ab. You're coming back no matter what. You're here. So, na jetzt geht's aber auch los. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ich weiß, dass ich früher sehr oft gestorben bin bei diesem Kampf. Aber ich weiß auch. Ach, wie süß. Irgendwie ist er auch putzig, oder? Eigentlich könnten wir uns bestimmt vertragen, so. Weiß nicht, Tante-Neffe-Beziehung. Okay, na dann los. Ich war. Okay, it's you or me who's gonna be the one to make it through. Na, ich hoffe ich. That's the question, genau. Okay, ich weiß, ich bin beim ersten Mal gestorben, ziemlich oft. Wobei ich nicht gestorben bin, so oft, das war. Oh, guck mal, das ist ja ein Effekt, hä? Huh? Wo ich nicht so oft gestorben war, das war im zweiten Durchgangsmodus, weil ich da so gut aufgestuft war. Lauf, 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 lauf. Lauf. Okay, laufen ist gut. Man muss auch immer auf die Schatten achten, ne? Das macht Sinn. Also ich bin eigentlich relativ zufrieden. Sie zieht gut Energie ab. Und momentan lebe ich auch noch. Was ja auch ein gutes Zeichen ist. Hat noch volle Energie. Es macht wirklich Sinn, auf die Schatten zu achten. Und den Kreis. Vielleicht ist ja auch ein Indiz, wie weit man so weg muss. Ich weiß aber, dass die Modi immer schwieriger werden. Der erste war noch relativ simpel. Nur lauf, 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 lauf. Okay, schieß. Ja. Noch alles super. Noch bin ich sehr zufrieden. Noch keine einzige Medicine verschwendet. Oh, okay, das war Modus 1. Jetzt kommt Modus 2. Cool. Der erste war okay, würde ich sagen, oder? Dann würde ich vorschlagen, dass wir direkt am Anfang schon mal Liberation machen, damit sich die Parasite Energy ein bisschen auflädt. Okay, Nummer 2. Ich glaube, es sind 3 oder 4 Modi. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay. Ach, der macht immer so zickzack. Habt ihr das gesehen? Gut, so viel hat es mir jetzt auch nicht weggeschnappt. Dann versuchen wir mal erstmal einen Schuss, würde ich sagen. Einen Schuss zunächst und dann einmal den Liberate. Und los. Ich habe noch nicht darauf geachtet, ob es verschiedene Ziele sind. Das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ich glaube, der hat auf jeden Fall eine krass starke Attacke. So wie Eve am Anfang, ihr erinnert euch. Die hat immer diesen bitterbösen Schuss von oben gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Drück mal alle 10 Daumen, dass das klappt. Oh, das könnte wirklich schwer werden. Weil jetzt stehe ich auch gleich wieder dumm da und kann mich nicht bewegen. 5. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Lauf! Lauf! Okay, ich kann wieder laufen. Okay. Ach, jetzt kommen genau diese 2 Modi. Oh Gott, die waren auch Cheater. Wie war das noch? Lauf, 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 lauf. Ja, genau. Eigentlich muss ich relativ nah dran. Habe ich den einen schon jetzt erledigt? Ehrlich? Cool. Nicht schlecht. So, okay, pass auf. Ich mache mal ein Heal 3 und einen Schuss auf den Onken. Und dann bin ich wieder gut dabei. Und wenn ich den einen schon erledigt habe, dann bin ich verflucht gut dabei. Weil normalerweise... Oh, das war falsche Richtung. Normalerweise hat dieser Kampf mich 10.000 Mal umgenietet und das Flugviech war echt schwer. Lauf, 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 lauf. Komm. Ja, ich habe es sogar geschafft, mal wegzulaufen. Ach, schön. Im Moment macht's Spaß. Lauf, lauf, lauf. Falsche Seite. Oh, Mist, das schaffe ich nicht. Doch, cool. Ich bin guter Dinge, Leute. Auch wenn ich 2-mal daneben schieße, wie ein Bekloppter. Komm schon, komm schon, komm schon. Nur lauf da nicht weg. Ich will dich doch nur umnieten. Ob wir gleich nochmal Zeit hätten für so ein Liberate? Ich glaube schon, oder? Lauf, 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 lauf. Okay. Schieß, schieß. Und die nächste Runde wird schon Liberate, ha? Huh? Aber ich ziehe wirklich wenig ab. Merkt ihr das? Sehr, sehr wenig.
Das heißt, das Einzige, was wirklich was bringen kann, ist dieser Liberate. Nun werden wir voll Parasite Energy, damit wir abgehen können wie Schmidts Katze. 3, 2, 1 und jetzt Blinky Blink. Und schaut mal zu. Warte mal, ich mach. Ach nee, das da. Na, dann machen wir so. Ich will ja nicht die erste Aktion verplempern, deswegen mache ich mal so ein Medicine 3 vielleicht. Auch wenn das Schwachsinn ist, weil ihr ja wisst, dass das automatisch passiert, sobald ich mein Otto-Dings mache. Hier, Otto-Heal mit der Rüstung. Aber ich will einfach nicht eine Aktion verplempern. Ihr wisst, wie das ist, wenn man geizig ist. So, ich wette mit dir, das reicht schon für den aus. Der sieht schon so niedergeschlagen aus gerade. Und ich meine, guck mal, jetzt mal hier 7 mal 260 oder was. Das sollte doch gut gehen. Oder? Komm schon, komm schon, komm schon. Nee, lebt noch. Doch, nee, das war's. Okay, das hier ist jetzt vierte Mutation. Schauen wir mal. Guckt euch das an. Jetzt sieht's aus. Sephirot, hä? Okay, ich weiß, dass der auf jeden Fall einen übelst harten Schuss hatte. Und ich glaube, der hat einen auch gegrapscht mit seinem Fuß. Ich glaube, wir müssen hier richtig aufpassen. Aber wir haben doch alle Medizin. Wir sind eigentlich ziemlich cool dran. Und vielleicht macht es auch Sinn, hier mal... Okay. Vielleicht macht es Sinn, hier tatsächlich mal den Raketenwerfer rauszuholen. Wollen wir das mal ausprobieren? Ich probiere es mal. Okay. Lauf. Lauf doch. Okay, pass auf. Wir probieren mal einen Schuss Raketenwerfer. Aber denk dran, der Nachteil vom Raketenwerfer ist natürlich, ich habe hier immer nur eine Aktion. Ja? Also, theoretisch ist das Schwachsinn. Nee, pass auf, Leute. Mir bringt meine andere Waffe mehr. Oh, das war wirklich keine gute Idee. Ich hätte erst die Waffe wechseln müssen, weil dann hätte ich wieder meine zwei Züge gehabt. So, pass auf. Change Weapon. Das hat jetzt unnötig viel Zeit verplempert. Ich bleibe bei meiner Waffe, die ist cool. Außerdem habe ich zwei Züge. Kann ich immer noch was Cooles machen. So, pass auf. Lauf erstmal. Lauf. Wie will man da ausweichen? Ich habe es nicht so ganz verstanden. Pass auf, ich mache mal nochmal Heal 3. Obwohl, eigentlich sollte ich mich darauf konzentrieren, die Parasite Energy stärker werden zu lassen, ne? Weil Liberate ist jetzt hier, glaube ich, das, was zählt. Vielleicht einfach aushalten, immer schießen und dann Liberate machen. Weil theoretisch... Oh, da ist das. Scheiße. Habt ihr es gesehen? Das hat direkt eine komplette Medicine gekostet, wenn man hier gegrapscht wird. Da muss man wirklich tierisch aufpassen. Um Gottes Willen. Und diese Dinger ziehen auch so krass viel Energie. Aber egal, ich konzentriere mich jetzt auf meine Rüstung. Oh, wie will man denn hier bitte ausweichen, Leute? Wie viel Medizin haben wir denn noch? Ja, sind noch gut dabei, oder? Wollen wir einfach mal ein bisschen sorgloser rangehen? Ich glaube ja. Ich schieße jetzt einfach mal Bullets drauf, so gut ich kann. Versuche zu laufen, wenn die Viecher hier kommen. Okay. Lauf. Das ist witzig. Ich weiß immer nie, wie man ausweichen soll. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Okay, das war voll daneben. Oder muss man auf ihn zurennen vielleicht? Und wieder eine Medizin verschwendet. Aber ich sage nicht verschwendet, weil dafür haben wir sie ja aufgehoben, ne? Deswegen war ich ja die ganze Zeit so schön sparsam. Nur damit dieser Kampf jetzt ein Vergnügen wird. Okay, Leute. Ich laufe jetzt auf ihn zu. So, dann schieße ich zweimal. Und die Parasite Energy füllt sich schon, das ist gut. Eigentlich muss man nur in Bewegung bleiben. Dann geht es schon relativ gut. Oh, das war Link. Habt ihr gesehen? Der hat mich hier gerade... okay, jetzt weiß ich nicht, in welche Richtung ich gehe. Oh, okay. Ich muss mal trotzdem... Aber seht ihr, wie schnell der Attack-Balken voll ist? Das ist super. Ich habe noch genug Medicines. Keine Panik. Ich schieße. Und der Parasite-Balken ist ja auch bald voll. Oh, Link. Zweimal geschossen. Okay. Warum geht der so langsam? Der fühlt sich so langsam. Dieser blöde Parasite-Balken. Lauf. Ah, diesmal war ich außerhalb des Dings. Diesmal hat's geklappt. Okay. Der könnte sich mal ein bisschen schneller füllen, finde ich. So.
Ich habe nicht getroffen? War ich so weit weg? Oh nein, jetzt stehe ich auch noch mitten in der Shit. Aber hat gerade gar nichts gekostet. Lauf, 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 lauf. Und wieder eine Medizin verplempert, hä? Okay. Oh, das war's. War's das? War's das schon? Ohne Liberate? Zeig mal. Was passiert nun? Alles mit Schüssen? Extrem, hä? Okay. Jetzt kommt das Wasserviech. Und ich weiß, erstmal ist der Soundtrack geil. It's still growing. No, wait. It's still evolving. Ich weiß, dass ich den nicht ohne weiteres besiegen kann. Hier muss man eigentlich aufpassen, eigentlich nur. So, ich glaube, es wäre jetzt eine gute Idee, mit Barrier zu arbeiten und den Damage ein bisschen zu minimieren, ja, damit ich länger durchhalte. Weil ihr seht, ich ziehe immer nur maximal einen Punkt ab. Das liegt daran, dass ich einfach noch kein Mittel habe, ihn zu schädigen. Oh, dieses Barrier ist cool, aber zieht natürlich auch die gesamte Parasite Energy. Wobei ich das Gefühl habe, dass ich auch nicht mehr viel brauche. Weil Liberate bringt mir momentan eh nichts. Das hätte mir vorhin was gebracht, ja? Und dann ist der einfach nicht voll geworden. Okay, Barrier ist gleich im Eimer. Okay, Barrier ist weg. Jetzt ist wieder mein Schaden, den kostet. Aber es geht eigentlich. 34 pro Treffer ist jetzt nicht so schlimm, sag ich mal. Wie oft muss man den jetzt eigentlich treffen, bis sie versteht, dass das nichts bringt? Okay, wieder eine Medicine. Das war's. Okay, was passiert nun? I know you want to continue living. After all, you were just born, but I want to live too, like all other human beings. Also die Menschenbohnen, ja? Die wollen auch. Jetzt geht's los. Jetzt passiert's. Damn, there's no end to this. If only we could get this to Aya. What's those? They are bullets with Aya's cells in them. So that's what you were trying to give her. But I think it's too late now. There's nothing we can do. Und ob wir was tun können. Wir können eine richtig geile Aktion machen. Stupid, give him to me. Jetzt kommt nämlich Barrett. Nee, Barrett heißt er nicht. Daniel Suns Aktion, aber er sieht aus wie Barrett. Passt auf. So, Eve guckt. Viech schwabbelt und schwubbelt. Und sieht ekelhaft aus. Ein sehr ekelhaftiges Viech. Und jetzt guckt ihr das an. Was eine Action, hä? Und er sieht aus wie Barrett. Könnt mir sagen, was ihr wollt. Er fängt an zu brennen. Er schmeißt. Aber glücklicherweise, er fliegt nicht auf den Boden. Glaubt mal. Er ist ja schlau. Ist ein schlauer Daniel-san. Daniel-san springt ins Wasser. Und wenn man brennt, springt man am besten ins Wasser, oder nicht? Ist doch sehr schlau von Daniel-san. Okay. Habe ich die Patronen jetzt drin? Daniel. This is from Maeda. Okay, ist drin. Und jetzt geht die Party ab. Pass auf. Attack Balken voll. Schuss. Achso, ich habe nicht viel Schuss. Ich habe nicht viel Range. Weil das nur in Maedas Waffe geht. Dummerweise. Okay. 999. Habt ihr das gesehen? Habt ihr mal gesehen, was das für einen Schaden macht? Habt ihr mal gesehen, was das für eine Menge von Patronen sind? Oh, ist das geil. So macht's Spaß, hä? Macht schon Spaß. Nur die Reichweite ist echt miserabel. Le miserabel Reichweite, kann man auch sagen. Oh, das war sogar ein Critical 999 und das war's. Und beim ersten Mal durchspielen habe ich mich gefreut und gedacht, cool, ich habe es geschafft, aber jetzt kommt das Mieseste an dem Ding. Glaub mir, das hat mir am Anfang das Genick gebrochen. Und ich mache mal schnell die Komplettlösung auf, damit ich den Gang vor mir sehe, weil ich glaube, dass ich den jetzt wirklich brauche, damit ich nicht in die falsche Richtung renne. Denn das hat mich beim ersten Mal umgebracht. Komm schon. Okay. Huhuhu. Jetzt muss ich laufen. Und zwar as fast as possible. Das ist das Mieseste. Okay, lauf. Wir müssen nämlich den Cruiser in die Luft jagen. Und ihr glaubt nicht, was ich hier Nervenkitzel hatte, als ich das erste Mal nicht geschafft habe. Beim zweiten Mal bin ich fast gestorben vor lauter Herzklabaster. So, lauf. Ja, ich weiß, Engine Room, alles super. Speichern tun wir mal nicht. Wir laufen lieber. Bringt ja nichts, wenn man mitten beim Speichern aufgegessen wird. Okay, lauf. War das hier? Ich hoffe, ich bin richtig. War es nicht bei den... Vielleicht war es auch bei den Kabeln lang. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Ich hoffe. Komm schon, lauf.
Das Viech ist gleich so schnell die Treppe runter, das glaubt ihr nicht. Okay, wo muss ich lang? Ich glaube hier. Ich hoffe. Ich glaube, man muss immer nicht da lang, wo die Kabel sind. Ich glaube, so habe ich es mir früher gemerkt. Das ist auf jeden Fall eine Leiter. Das Geräusch, oder? Das macht einen fertig. So weiße Hai-mäßig. Dum, 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 dum. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht aus Versehen irgendwo falsch lang. Bitte, bitte, bitte. Hier ist die Kontrolltafel. Da müssen wir ran, weil das Ding soll explodieren. Okay, Boiler Pressure. Das ist wie bei The Shining, ja? Wenn ihr das Buch gelesen habt, da war das ähnlich. Oh, es kommt, es kommt. Nun mach doch hin. Ich will weg. Mann, ich will doch jetzt nicht. Komm, lauf doch. Ja. Okay, es läuft. Hell's Kitchen, ja? Also eine helle Küche. Eine gut beleuchtete Küche. Heißt Hell's Kitchen. Nun lauf die Leiter hoch. Mensch, wenn ich in der letzten Sekunde abkrebel, ich werde kotzen. Das letzte Mal wusste ich zum Beispiel nicht, dass ich da durch die Dings rausgekommen bin, weil man ist ja auch leicht desillusioniert und weiß nicht mehr, wo man lang gehen kann. Nicht desillusioniert, sondern, wie heißt es denn? Wenn man nicht mehr weiß, wenn man die Orientierung verloren hat. Ist es orientierungslos? Oh, das Viech kommt. Und hier muss ich durch, oder? Komm schon. Oh, manchmal geht sie nicht durch die Tür, wisst ihr? Wo muss ich lang? Hoch. Und es kommt schon, es ist schnell. Merkt ihr, wie schnell das Ding ist? Lauf. Komm schon. Und ist noch mehr. Lauf doch. Mann. Ich krieg Panik. Das fliegt schon. Lauf jetzt. Okay, der Sound hat aufgehört. Filmsequenz. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oder? Komm schon, spring. Spring, Willi, spring. Landung, Rolle. Wir haben, glaube ich, hoffentlich. Es sieht, glaube ich, gut aus. Eine Filmsequenz ist nie ein schlechtes Zeichen. Außer es ist die Sie sind gestorben Filmsequenz. Jetzt geht sie unter, weil sie zu viel Klamotten und zu viel Ammo dabei hat. Wollen wir wetten? So, und wenn wir jetzt gleich so ein kleines Leuchthaus oder sowas sehen und dann ein U-Boot, das nach Rapture runterfährt, dann wissen wir Bescheid. Wir haben es geschafft. Tag 6 ist finally over. Und wir haben kein Leben verloren. Nicht eins. Yes! I don't understand, why do I have this power? Because Maya is inside of you too. Okay. What? When your mother and your sister died, they transplanted a part of your sister into you. Into me? Into you. Yeah. When you were 7, you probably don't remember any of it, but you were born with a defect in your right eye. And so Maya's cornea was transplanted into your right eye. My right eye. What I saw when I touched Eve was, it said that when you have an extreme experience, what you see is then branded into the cornea. But this hasn't been scientifically proved. That was Maya's last memory. That was the last thing she ever saw. As for the mitochondria that was in Aya's body, I think it underwent a different evolutionary change with Eve. By living symbiotically with Aya's mitochondria, it still possessed Eve's power. From there it evolved to the point where it could live symbiotically with the human nucleus. Me and Maya are mitochondrial power. Starting with the incident in Japan and now with this, I wonder if this is a message to all mankind. Message? What kind of message? How can I explain? If the Earth is a single human being, we humans that invade the Earth become like viruses out of control. We in essence are upsetting the natural balance of the body. Da hat er recht. This is definitely utter destruction. No, we are not that weak. You see, humans are in essence parasites. You can say that we are parasites and the world is our host. Our host. Look, the sun's coming up. Schnell ablenken vom Thema, ne? Unangenehmes Thema. Guck mal die Sonne. Warum liegt hier Stroh? Wir sehen nicht mal eine Sonne. Super, super Ausrede, Daniel. Hast dich nochmal schnell von dem unangenehmen Thema davonwinden können. Ist das eine Filmsequenz? Ja. Eine schlechte MPEG-Filmsequenz, die am Rauschen ist ohne Ende. Aber wir haben es geschafft. Wir haben ein Ending freigeschaltet. Aber glaubt mir, da gibt es noch ein alternatives Ende. Denn passt mal auf, was jetzt passiert. Okay, jetzt passiert das. Sind wir wieder in der Carnegie Hall. Nehme ich an. Okay, take my hand. Thank you, Ben.
dann wird Daniel-san wahrscheinlich auch rauskommen und wahrscheinlich sogar auch Maeda-san. Meister Eda. Ich kann den Witz einfach nicht oft genug machen. Komm schon, Maeda muss auch mitkommen. I'm not even too good with these social events. Not me, I love these things. Na dann los. We have to make up for Christmas Eve. Ja, oh. Na, ich sag doch mal, Eda kommt. Das war ja wohl klar. This is my first time, so I'm nervous. Let's curse you with Aya and she's all dressed up, blah blah blah. No, that's not it, of course not. It's starting, shall we? Na dann rein mit euch. Oh, ihr werdet euch wünschen, das andere Ende frei zu spielen. Oh ja. Euch wünschen, das andere Ende ihr werdet. Ja. Yes, Daniel. And Ben are late, aren't they? Die holen sich noch Popcorn, nehme ich an. That better hurry. It's going to start in any minute now. The restroom must be really crowded. Yes, that's probably it. What's wrong? You seem tense. Yes, of course. What? Well, since I'm going back to Japan tomorrow, So. Move, Maeda. Yeah, alright. Made it on time. I'm sitting next to Aya. Sorry, we're late. Der ist bestimmt verknallt in Aya. Deswegen guckt er jetzt auch so bedröppelt. So, jetzt kommt das Theaterstück vom Anfang, nehme ich an. Mit dem König. Father, please give me permission to marry Eva. Und dann diese tänzelnden Schritte, hä? Herrlich. Und das alles ohne Mocap, denn damals gab es noch kaum Motion Capturing. I forbid it. Verboten. You know well. Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Aber ihr kennt das ja schon vom... Wenn ihr wissen wollt, was sie sagen, guckt euch die erste Folge an. Es klingelt gerade, ich bin gleich wieder da. So, bin wieder da, gerade noch rechtzeitig, hoffe ich. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel verpasst. Es war der Bote, ich musste die Pakete abnehmen. Für die Nachbarn. Komm genau richtig.
das nicht ein gemeines Ende? Jetzt weiß man nicht, ne? Sind die alle böse? Sind die alle gut? Sind die alle von einer nächsthöheren Evolutionsstufe? Aber das Gemeine war ja auch, dass diese Viecher bei Aya im Blut sahen ja aus wie die Bösen von Dingenskirchen, von der Bösen. So, was jetzt noch passieren wird, ist, dass ich meine Waffe behalte, meine Bonuspunkte noch absahne und dann der Spielstand gespeichert wird für den X-Mode. Aber wie es jetzt weitergeht und den Rest vom Abspann, den guckt ihr euch an, wenn ihr das Spiel bitte selber durchspielt. Viel Spaß dabei, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Ich weiß noch nicht, welches es ist. Eigentlich möchte ich auch mal wieder ein Spiel machen, was ich den Kleinen zeigen kann, weil eigentlich nehme ich hauptsächlich Videos für meine Kinder auf und die dürfen Parasite Eve natürlich nicht angucken. Zumindest noch nicht. Ja? Ich überlege mir was. Es muss natürlich was Schönes sein, was Kinderfreundliches ist und Kinderfreundliches. Und naja, vielleicht gefällt es euch auch. Wir sehen uns, bis dann. Ciao! So, hier seht ihr nochmal meine Bonus-Points, die gerade hochgezählt werden von dem letzten Endgegnerkampf. Und ihr wisst, Bonuspunkte bringen einem natürlich nach einem Endgegnerkampf nichts, es sei denn, es geht im nächsten Spiel weiter. Und dass es weitergeht, habe ich euch schon erzählt, dass es ein alternatives Ende gibt. Dass es ein alternatives Ende gibt, habe ich euch auch schon erzählt. Und ich habe euch schon erzählt, dass es ein weiteres Gebäude gibt. Habe ich das gerade zweimal gesagt? Kann sein. Das Chrysler Building, welches 99 Stockwerke hat. Und glaubt mir, wir sind jetzt zwar über für die meisten Viecher, die so im Game Plus Modus auftauchen. Die sind zwar auch ein bisschen schwerer und geben auch ein paar mehr Level. Aber das Chrysler Building schießt wirklich den Vogel ab. Also dafür habe ich damals das Spiel extra noch ein drittes Mal durchgespielt, damit ich überhaupt da kommen konnte. Aber glaubt mir, wenn man so viel Bonus-Points hat, kommt man relativ schnell durch. Falls euch interessiert, wie das Chrysler Building ausschaut, ihr könnt mich ja gerne darum bitten. Ich weiß, das macht ihr normal nicht. Ich kriege keine Kommentare. Ah, jetzt hat er aufgehört. 3098 Bonuspunkte. Das heißt, ich habe auf jeden Fall 30 fette Punkte, die ich auf Active Inventar und auf die Waffe übertragen könnte. Auf meine Waffe, die Hoshi heißt, ja, und eine Rifle ist. Ich weiß, ihr seid sehr sparsam mit den Kommentaren. Das ist nicht schlimm. Ich mache ja auch größtenteils die Videos für meine kleinen Burschen. Das Parasite Eve ist jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel, weil die das noch nicht gucken dürfen. Aber ich speichere diesen Speicherstand ab und wenn ihr wirklich gerne den X-Mode sehen wollen würdet und das Chrysler Building, kein Problem. Mache ich gerne. Ich liebe das Spiel, wie ihr wisst. Das ist eins meiner Lieblingsspiele. Have fun. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Spätestens irgendwann.